Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und wir haben beim letzten Mal ja festgestellt, dass wir unsere Nachkommen eigentlich so weit versorgt haben und wir jetzt im Endeffekt bis zur Vererbung in aller Ruhe vor uns hin regieren können. Wir werden uns sogar nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Wir haben immer noch unseren Graf Aribo von Passau mit 54 Jahren, der sich soweit auch noch einer zufriedenstellenden Gesundheit erfreuen kann. Unser Haupterbe wird Aribo Aribonen sein, und zwar der Sohn unseres Sohnes, der aktuell 11 Jahre alt ist und sich soweit so gut entwickelt und mit dem wir hoffentlich, so er in einem günstigen Alter an die Macht kommt, noch einiges reißen können. Nichtsdestotrotz ist es aktuell noch nicht so weit. Denn unser Graf Aribo ist noch an der Macht und deswegen werden wir jetzt hier auch einfach mal die Zeit weiterlaufen lassen. Ich schaue mal gerade noch, wir könnten theoretisch Kriege erklären, das bringt uns aktuell aber nicht sonderlich viel. Dann werden wir uns mal den Hof anschauen, aber zunächst kümmern wir uns um ekstatische Bauern. Die Bauern in der Grafschaft von Passau sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für ihr Glück und haben Abgesandte ihres Standes mit Geschenken zu mir geschickt. Die könnten wir jetzt auf der einen Seite annehmen, was uns 20 Gold bringt. Dann können wir natürlich noch ein bisschen Schrecken sammeln und noch mehr Geld kriegen. Das würde allerdings die Kontrolle in Passau senken, was aktuell nicht erstrebenswert ist. Oder wir verzichten auf die 20 Goldstücke und dafür würden wir Gemeindereinvestition erhalten, was die Meinung vom Volk über uns erhöht und den Entwicklungszuwachs ebenfalls um 10% erhöht. Und im Hinblick darauf, dass das ja quasi unsere Erbschaft an unseren Enkel sein wird, wollen wir natürlich Augenmerk darauf legen, dass sich das Ganze gut entwickelt, und deswegen lassen wir die 20 Gold 20 Gold sein und werden das Ganze in die Entwicklung von Passau investieren. Wir wollen jetzt aber trotzdem mal eben kurz gucken, was wir denn hier so am Hofe haben, wo wir vielleicht noch eingreifen müssen, weil wir, keine Ahnung, unverheiratete Höflinge haben. Na gut, dem Bischof, da ist es normal. Und unsere ganze Nachkommenschaft, alles klar, da können wir aktuell noch nichts tun. Wir haben auch die Ritter voll besetzt. Und das sogar so, dass keiner unserer Söhne hier mit eingreifen muss. Wir werden jetzt aber hier vielleicht mal den Zobo ein bisschen beeinflussen, damit der etwas bessere Meinung von uns hat. Am Rad sieht es soweit gut aus und wir können dann einfach die Zeit mal fürs Erste weiterlaufen lassen. Ja, so wie es ausschaut, sind wir tatsächlich bestens versorgt, und wenn unser Enkel hier wirklich übernehmen sollte, können wir eigentlich auch auf eine gute Zukunft blicken. So, jetzt kann der Udo heiraten. Der Udo ist ebenfalls ein Enkel von uns, und zwar der Sohn von Ottakar.
Und da würde es doch gar nicht schaden. Gut, jetzt ist die 33. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Auf der anderen Seite vielleicht sollte man da ausnahmsweise auch mal Abstriche machen, weil wir müssen ja schließlich auch an die Zukunft denken. Jetzt schauen wir mal, Fruchtbarkeit auf jeden Fall fruchtbar und Ansprüche. Durchgesetzt. So, wollen wir doch mal sehen. Was haben wir denn hier? Wir haben die Grafschaft von Bravia. Die hat allerdings hier Konkurrenz von offensichtlich ihrer Schwester. Da wären wir doch fast besser bedient. Wenn wir eventuell die Gute hier umwerben. Da müssen wir zwar noch ein bisschen warten. Aber da sind deutlich mehr Ansprüche vorhanden. Und ich glaube, dass das in dem Fall sogar die bessere Wahl wäre. Deswegen werden wir hier mal einen Vorschlag abschicken. Können wir hier wieder zumachen. Wir lassen die Zeit wieder weiterlaufen. Und der Vorschlag wird angenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal perfekt. Damit haben wir schon mal einen Enkel mit einer ganzen Reihe an Ansprüchen verheiratet. So, und jetzt hier haben wir diesen verhassten König, den ich eigentlich gerne loswerden würde. Ist die Frage, ob er von dem 14-jährigen Pimpf groß was lernen kann, was mir momentan nützlich ist. Wenn ich das ablehne, verliert er halt Meinung von mir. Das ist mir momentan eigentlich wurscht. Aber ich würde den Guten gern bei mir am Hof behalten, damit er mir den nicht verzieht. So, falls ihr übrigens im Hintergrund gerade irgendwelches Gerumpel hört, muss ich mich schon mal dafür entschuldigen. Liegt daran, dass meine Kater hier wieder eines ihrer Spielzeuge durch die Bude jagen. Und dabei gerade meine Couch in Mitleidenschaft gezogen wird. Beziehungsweise nicht in Mitleidenschaft, aber man hört es, wenn es drunter rumort. Wie gesagt, sollte das in der Aufnahme irgendwie durchdringen, bitte ich das schon mal zu entschuldigen an der Stelle. Gut, wir wenden uns jetzt hier wieder unserem Reich zu. Es ist leider im Moment so. Oh. Jetzt wollte ich gerade erklären, dass wir uns nicht weiter ausbreiten können, weil
Die Herzogtümer um uns sich gerade nicht im Krieg befinden und sich nicht splitten. Und da ist es nun aber leider auch schon passiert, dass Graf Aribo von Passau Frieden in den Armen Christi gefunden hat, und zwar im Alter von 55 Jahren. Er starb eines natürlichen Todes. Als gewissenhafter Mann war er bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Ratsverwalter und Herrscher. Graf Aribo besteigt den Thron. Er hat mehrere Fähigkeiten gemeistert. Seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Wir haben nun also 28 Jahre regiert mit unserem ursprünglichen Graf Aribo. Und wir können weiterspielen als unser Enkel Graf Aribo, der 12 Jahre aktuell alt ist. Er sollte also tunlichst eine gute Heirat eingehen. Und ja, wir werden jetzt erstmal gucken müssen, was uns als Graf Aribo so erwartet. Deswegen werden wir hier fortsetzen. Und wir haben natürlich prompt 2 bis 15 Probleme. Liutfried billigt uns nicht. Wir haben natürlich auch die Kriege mitgeerbt und wir haben aktuell wieder nur Passau. Wir sind nicht verlobt, wir haben diverse Anliegen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Gut. Wir können unsere Mutter natürlich wieder verheiraten. Hätten wir eigentlich schon längst machen können. Und wir haben tatsächlich diverse Probleme. Jetzt werden wir als erstes uns das Ganze hier mal anschauen. Wir sind überall durchschnittlich in Verwaltung relativ gut. Wir haben weder Geschwister noch Sonstiges. Wir haben ein paar Freunde und einen Vormund. Und wir haben auch so einiges am Hof. Und wir haben den Eulen Engelbert als Vasall. Dann haben wir 403 Truppen. Und unser Erbe wäre aktuell unser Onkel. Sollte uns was passieren, das wollen wir jetzt aber nicht hoffen. Was wir auf jeden Fall machen können, Grafschaft von Passau hat sich jetzt natürlich nicht groß verändert. Wir können mal eben in unser Haus schauen. Und wir können, sobald mir das irgendwie einfällt, wo es da ist, der Dynastiebaum. Wie sieht es denn momentan aus mit der Dynastie der Aribonen? Wir haben Graf Aribo, der soeben verstorben ist. Hier sehen wir uns selbst. Unser Vater ist bereits verstorben. Wir haben diverse Cousins und Cousinen. Und wir haben tatsächlich auch noch ein paar Onkels, die im Fall der Fälle natürlich jederzeit unser Erbe übernehmen werden. Das wollen wir aber tunlichst vermeiden. Und deswegen sollten wir so schnell wie möglich versuchen, dass wir hier unsere Dinge geregelt kriegen. Wir werden jetzt als erstes mal hergehen und schauen. Wir sind Ausbildungsschwerpunkt
Verwaltung, das ist gar nicht so schlecht. Wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin. Ob nicht vielleicht auch Bildung. Ah gut, nee, Verwaltung ist schon okay, das passt schon. Ja, das ist alles nicht ganz optimal. Und deswegen werden wir an der Stelle, glaube ich, erstmal Schluss machen. Dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wie es denn nun weitergeht. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann um unsere Probleme kümmern. Wir werden unsere Mutter neu verheiraten. Wir werden uns jetzt hier die ganze Sache mit der Erberei anschauen. Wir könnten theoretisch Kriege erklären. Sogar gegen unseren eigenen Bruder. Onkel, Entschuldigung. Bringt uns im Moment allerdings alles nicht wirklich weiter. Vor allen Dingen, weil dann unsere Tante die Grafschaft erhält und das ist uns ja mal komplett wurscht. Und ja, um den Engelbert müssen wir uns irgendwann auch nochmal kümmern und was vor allem ganz wichtig ist, wir sollten den Bischof ein wenig betören. Aber das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Wir haben eh gerade einen ersten des Monats, das passt immer ganz gut. Und deswegen sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.